und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein kleines Jubiläum gab es vor einigen Tagen in Neumarkt. Die Stadt Neumarkt lud bereits zum 10. Mal zum Neujahrsempfang ein und 400 Gäste folgten der Einladung. In seiner Begrüßungsrede ging Oberbürgermeister Thomas Thumann unter anderem auf den oft erwähnten Begriff Fake News ein. Er wünschte sich für 2018 unter anderem einen besseren Umgang mit vermeintlichen Wahrheiten. Gastrednerin war die Filmemacherin Sigrid Klausmann-Sittler, welche zusammen mit ihrem Mann, dem Schauspieler Walter Sittler, nach Neumarkt gekommen war. Sie stellte ihr Projekt 199 kleine Helden vor, bei dem sie Kinder aus allen Kontinenten im Alltag begleitete. Diese zeigen darin ihre Sicht auf ernste Themen wie Atomkraftwerke, Krieg und Klimawandel. Im Rahmen des Empfangs wurden auch wieder die Auszeichnungen für stille Helden verliehen. Sie gingen an die Ehrenamtliche Petra Trabolsi für ihren Einsatz bei der Kreisverkehrswacht, an Erich Weber für sein Engagement in der Fahrradwerkstatt und an den Skiverein Fockenthal für den Erhalt und Betrieb des ältesten Schlepplifts Deutschlands. Und weitere Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Neumarkt haben wir jetzt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Die Feuerwehren des Landkreises Neumarkt weisen darauf hin, dass sie keinerlei Hauskontrollen zur seit Januar geltenden Rauchmelderpflicht durchführen. Unter anderem in Seligenporten und Freistadt hatten sich in den letzten Wochen Betrüger als Feuerwehrler ausgegeben und wollten sich mit dem Vorwand, die Rauchmelder zu überprüfen, Zutritt zu Wohnungen und Häusern verschaffen. Weder von den Feuerwehren noch von anderer offizieller Stelle sind diesbezüglich Kontrolleure unterwegs. Mit der Aktion Kunst im Schaufenster will das Neumarkter City Management eine Initiative gegen offensichtliche Leerstände in der Stadt schaffen. Im ehemaligen Lederwarengeschäft Kalb gegenüber des Rathauses werden aktuell 3 Schaufenster neu gestaltet. In einer der Auslagen treffen Werke regionaler Künstler auf dazu passende Mode. Die Stadt Neumarkt wirbt im mittleren Fenster und die rechte Auslage soll von Neumarkter Bürgern gestaltet werden. Auf Instagram, Facebook oder dem Twitter-Hashtag MeinNeumarkt können Sie eigene ausstellungsreife Bilder hochladen. Ein prall gefülltes Programm haben wir für Sie nach einer ganz kurzen Werbepause. Unter anderem gibt es dann die schönsten Bilder vom Ball des Marktes in Pürbaum. Wir zeigen Ihnen einen Neumarkter, der schon bald mehrere 10.000 Steine von Neumarkt nach Franken tragen will. Und es kommt zu einer heißen Auseinandersetzung an 88 Tasten. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Dorner, Ihr Werkzeug- und Maschinenhandel in der Region. Hier finden Sie Profigeräte für Garten, Forst und Reinigung sowie Holz- und Metallbearbeitung. Alles rund um Zäune, Bedachungen und Stahl. Unsere Werkstatt repariert kompetent alle bekannten Hersteller. Und auch wenn es um Maschinen geht, wir beraten von Mensch zu Mensch. Dornatal Messing. Online unter dorner24.de. Mutters Pflege wird immer schwerer und die Kasse zahlt nicht. Ob ich gesundheitlich bis zur Rente durchhalte? Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Machen Sie es doch wieder Profi. Kaufen Sie bei Gleichauf. Denn hier finden Sie 32.000 Artikel immer vorrätig. Hier müssen Sie nicht die Wand kaufen, wenn Sie nur den Dübel brauchen. Hier treffen Sie keine reinen Verkäufer, sondern Macher. Denn hier finden Sie immer einen Parkplatz direkt am Haus. BGN Gleichauf, die Handwerkstatt in Neumarkt, Bahnhofstraße 23. Charivari, das neue Jahrtausend ist endlich volljährig. 2018. Das wird gefeiert. Yeah. Mit dem Charivari Cash Song. Und noch mehr Shoppinggeld für Sie. 50.000 Euro liegen im Charivari Geldtresor. Für Shopping im Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich Ihren Anteil. Stündlich bis zu 1.000 Euro. Nur auf Charivari. Radio an. Cash-Song hören. Und gewinnen. Charivari. Willkommen zurück.
Mit dem Ball des Marktes beginnt Pyrbaum traditionell sein neues Jahr. Und Tradition hat auch das Eisbuffet, das es bei dieser Veranstaltung immer um Mitternacht gibt. Wer aber vorher ausgiebig das Tanzbein geschwungen hat, der kann dann ganz ohne Reue zuschlagen. Let's Dance, das muss man den Pyrbaumern nicht zweimal sagen. Als die Band Sunset am Samstagabend zu spielen begann, drängten viele der rund 500 Ballbesucher auf die Tanzfläche der Mehrzweckhalle. Der Ball, der 34. inzwischen hier im Pyrbaum, der ist gut eingeführt und hat Tradition und wird bestens angenommen. Auf dem Rahmenprogramm standen mehrere Auftritte von Vereinen und Künstlern aus der Region. So war zum Beispiel die Faschingsgesellschaft Hechtonia aus Berching zu Gast. Ihre Choreografie Hexen und Zauberer ging stellenweise bis knapp unter die Hallendecke. Dass in vielen Bereichen der Weltpolitik momentan eine große Anspannung herrscht, war an diesem Abend nur selten Thema. Also man spricht sicher das eine oder andere Mal an, aber ich glaube, es dient eher der Entspannung. Man spricht über Fraktionsgrenzen hinweg, über Dinge, die vielleicht einem entzweien, eher in geselliger Runde. Und das ist sehr positiv. Also man findet eher zueinander, als dass man hier große Streitgespräche führt. Zahlreiche Fotografien, ein Originalbauplan und der persönliche Eindruck. All das sind aktuell wichtige Vorlagen für Herbert Meyer aus Neumarkt. Er hatte in den vergangenen Jahren in mühevoller Kleinarbeit bekannte Gebäude aus der Jurastadt nachgebaut. Jetzt hat er sich aber ein Motiv ausgesucht, das ihn von der Oberpfalz nach Franken führte. Der Turm des Rathauses in Fürth soll an einen Turm eines Palastes in Florenz erinnern. Solche Merkmale machen ein Gebäude natürlich markant, stellen aber für Herbert Meyer auch eine schöne Herausforderung dar. Momentan bastelt der 53-jährige Neumarkter in seinem Schlafzimmer an einem Nachbau des Rathauses. Warenbarer Oberfeld, das Fürther Rathaus. Ganz einfach, in der Oberpfalz habe ich schon sehr viel gebaut und jetzt wage ich mich mal so Richtung Metropolregion. Und die Stadt Fürth ist auf mich zugekommen und hat einfach gefragt, ob ich im Auftrag der Stadt Fürth einfach das Rathaus für Fürth nachbauen könnte. Gesagt, getan, da steht's. Das Modell entsteht im Maßstab 1:38. Groß genug, um Feinheiten abzubilden, klein genug, um nicht allzu viele Steine zu brauchen. Schlappe 50.000 werden hierfür benötigt. Als Vorlagen nutzt Herbert Meyer Fotografien und einen Originalbauplan. Es sind sehr viele Details, das sieht man jetzt, wenn man von der Seite her aus reinschaut. Die ganzen Bögen, die ganzen Bogensteine, auch zu beschaffen. Also das Problem ist halt, also bei dem Modell ist speziell die Farbe, dieses Tannfarben, diese sandfarbenen Steine auch in den großen Mengen zu bekommen. Ja, also schon eine Herausforderung, weil es halt auch nicht jeden Stein in jeder x-beliebigen Farbe und beliebig viel gibt. 150 Arbeitsstunden hat der Lego-Fan schon investiert. Im Frühling wird das Modell dann zuerst in 50 Komponenten zerteilt, nach Fürth transportiert und dort komplett zerlegt. Zur 200 Jahre Stadterhebung wird es dann Mitte Juli dann in Fürth wieder aufgebaut, und zwar zusammen mit der Fürther Bevölkerung. Und wird ein super Wochenende und ich freue mich schon auf rege Teilnahme. Im Laufe der letzten Jahre baute der Neumarkter auch zahlreiche Motive seiner Heimat nach. Zum Beispiel die Marktstraße der Jurastadt oder auch den LGS-Park. Es ist ein Hobby. Das Hobby verfolgt mich im Prinzip schon seit Kinderschuhen an. Und man kann auch viel, man sieht auch Sachen aus einer anderen Perspektive. Das heißt, früher war halt Lego zum Lego-Spielen. Jetzt fällt es halt mehr in die Richtung Modellbau. Mit Sicherheit bekommt sein Nachbau das größte Lob, das man in Franken kennt. Passt schon. Am Freitag gibt es im Klostersaal in Neumarkt die erste Veranstaltung der Stummfilmreihe des Kulturvereins K3. Der bekannte Pianist Miller the Killer untermalt live den unterhaltsamen Streifen Die Puppe. Und schon am Montag war er in der Jurastadt und traf im G6 meinen Kollegen Uli Badura zu einem Treffen der Tastenhauer. K3, Kunst, Kultur, Kino, wird unterstützt durch die Raiffeisenbank Neumarkt. Meine Bank, meine Region. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal einen Stummfilmpianisten da haben in Neumarkt, dann fordere ich ihn zum Stummfilm-Piano-Battle heraus.
Miller, bist du bereit? Jawohl. Dann nimm Platz am Piano. So funktioniert das Ganze. Die Kollegen haben berühmte Schwarz-Weiß-Filmszenen aneinander geschnitten. Die sehen wir gleich hier. Und Miller muss diese möglichst passend untermalen. Und dazwischen kommen immer Farbfilmszenen. Ach. Die muss ich möglichst passend begleiten. Wir wissen beide nicht, was kommt, aber wir lassen uns mal überraschen und improvisieren. Film ab. Ah ja. Okay, jetzt bin ich dran. Mal schauen, was kommt. Ah, okay. Ja, du bist wieder dran. Muss ich mich aber anstrengen. Ich muss mal schnell nach Hause telefonieren. Oi. Du bist dran. Ein Stress hier, echt. Was haben wir jetzt? Ah, Herr Potter. Oh, du bist wieder dran. Noch einmal. Jetzt mal bitte einen Actionfilm. Ah, nicht so eine Action. Das passt doch nicht zum Liebesfilm. Nicht? Okay, vielleicht. Oder wie wär's mit? Aber doch nicht in solchen Momenten. Nicht? Ja, das ist wahrscheinlich das, was ich daheim im Schlafzimmer immer falsch mache. Also gut, er hat den Stummfilm Piano Battle gewonnen. Und deswegen spielt Miller der Killer auch am Freitagabend im Klostersaal des Evangelischen Gemeindezentrums bei Die Puppe von Ernst Lubitsch. K3, Kunst, Kultur, Kino, wird unterstützt durch die Raiffeisenbank Neumarkt. Meine Bank, meine Region. Und was sonst noch so veranstaltungstechnisch in Neumarkt und der Region geboten ist, das verraten wir Ihnen jetzt. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. In einer Veranstaltung der Reihe Literatur auf dem Kanapee in der Buchhandlung Müller in Neumarkt gibt es am Donnerstag einen Monolog, der Herr Karl von Helmut Qualtinger und Karl Merz. Der bedrückend aktuelle Klassiker wird von Herbert Müller gelesen. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Am Freitag zeigt Walter Wertl im Deutschordensschloss Postbauer Heng Eindrücke, die er auf seiner fast 1500 Kilometer langen Wanderung nach Rom gemacht hat. Er traf viele interessante Menschen und präsentiert als leidenschaftlicher Fotograf seine Bilder, die er auf dem Trip geschossen hat. Um 19.30 Uhr beginnt die visuelle Reise. Tickets gibt's an der Abendkasse für 9 Euro. Am Samstag gastiert das Trio Rolling Homes um 20 Uhr im Neumarkter Jugendhaus G6. Es präsentiert handgemachte Akustikmusik, bei der Lagerfeuerromantik aufkommen kann. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die vier Schauspieler vom Ensemble Stilblüten präsentieren am Samstag, den 27. ihr neues Programm. Es saugt und bläst der Heinzelmann in der Kulturfabrik Berching. Der Name verrät schon, es geht um den Humor von Deutschlands feinsinnigsten Komiker Loriot. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war's auch schon mit dem Marktplatz Neumarkt heute aus Velburg. Wenn Sie mehr von uns sehen möchten, dann klicken Sie doch einfach mal ins Internet unter neumarkt-tv.de. Da finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie's gut!